bin hier am Sack. Okay, ich kann ja auch mit dem Analogstick. Oh. Meine Fresse, ey. Wie blöd ist, dass die Analogsteuerung hier dezent scheiße ist. Okay. Auf jeden Fall schon mal 15 Sekunden besser als eben. Und direkt Gold. Also ihr könnt wirklich auf den richtigen Pfad an. Und hier gibt es auch keine Zeitkisten, so wie ich das gesehen habe. Leider gibt es keine Zeitkisten. Okay, dann speichere ich jetzt nochmal ab, weil das war halt auch so ein Hasslevel von mir. Leider gibt es noch so eins mit Crash, was noch ätzender ist. Weil man muss die Motoren von Flugzeugen abschießen, die einfach mal mini klein sind. Und davon gibt es auch noch zwei an jedem Flugzeug. Ja. Ist nicht so geil. 50% haben wir. Okay. Dann machen wir weiter mit... Ich würde sagen, jetzt fangen wir hier von vorne an. Nummer 16. Sphinxinator. Können wir, glaube ich, eh noch nicht alles holen. Brauchen wir, glaube ich, irgendeinen Edelstein für. Aber hier sind Kisten hier hinten versteckt. Ach. Wir gehen erstmal hier die Seite lang. Und dann machen wir die andere. Wo es, glaube ich, nicht so gut ist. Ich sollte erst die andere machen. Weil ich weiß jetzt schon, dass ich gleich Probleme habe, darüber zu kommen. Jedes Mal vergesse ich, dass ich den Doppelsprung habe. So, war hier unten noch irgendwas? Komm, ich hol den Checkpoint. Ich weiß jetzt nicht. Okay, es war, glaube ich, ganz gut, dass ich den Checkpoint geholt habe. Weil sonst hätte ich jetzt nochmal von Anfang an anfangen müssen. Das war wieder knapp. War nicht nur irgendwo ein Abgrund? Ja. Okay. Ich glaube, ich hätte doch erst die andere Seite machen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Okay. Ich dachte, das hätte jetzt... Wow, leck mal rum. Oh, jetzt war ich vom Leggen irgendwie total abgelenkt.
Ich dachte, das würde irgendwie damit zusammenhängen, dass der gerade so extrem schnell runtergefallen ist. Weil ich gegrätscht bin. Gegrätscht. Liegt aber nicht daran, sondern an irgendwas anderem. Doppelsprung! Ich hätte erst die andere Seite machen sollen. Hier das hier rückwärts zu gehen, ist total pipi easy pipi einfach. Ich glaube, ich gehe auch gleich einfach wieder in Warp Room und nehme das andere. Wenn ich jetzt hier nicht drüber komme. Okay, aber versuche ich nicht noch, weil das kein richtiger Versuch war. Ah, guck, warum ist er jetzt so komisch lange in der Luft geblieben? Ich verstehe das nicht. Soll jetzt bloß nicht sterben, ey. Kriegt man Äpfel, wenn man auf die drauf springt, aber habe ich kein Interesse dran. Naja, gut. Okay. Das soll jetzt eigentlich der Punkt sein, an dem wir den Checkpoint eben gekriegt haben. Hoffe ich. Wenn nicht, habe ich halt leider gleich abgelost. Wenn es sie überhaupt, wenn ich überhaupt die 100% kriegen kann. Macht er zwei? Ne, der macht nur einen, okay. Die sind extrem langsam. Macht zu, dankeschön. Okay, das ist der mit dem blauen Plattform. Aber den blauen haben wir, glaube ich, schon. Ne, den blauen haben wir nicht. Na gut. Soll mir recht sein. Außer wenn es da Sachen gibt. Früher habe ich immer gedacht, dass da Leute, also fünf Ägypter irgendwie drunter stehen und die ganze Zeit so gleichzeitig die Speere da aus dem Boden raushauen. Kann ja sein. Kann ja sein, dass es nicht mechanisch gemacht wird. Sondern alles händisch. Möglich ist es. Nur sehr aufwendig. Okay, Plattform. Ha, 52 Leben. Geht's eigentlich bis über 100? Oder nur bis 99? Ich weiß nicht. Man könnte es ja mal ausprobieren, wenn ich nicht so übelst abkacken würde. Ist das hier, wo wir am Ende fliegen müssen? Das gönne ich mir mal, das Leben. Einfach, weil ich es kann. Oh nein! Oh, ich habe mich so erschrocken. War mir
so voreilig. Oh mein Gott. Eieiei. Das dauert auch so lange, ne? Beschleunigen. Warum ist sie nicht kaputt gegangen? Das finde ich jetzt komisch. Vielleicht, weil ich es nicht gesehen habe, wie die Kiste explodiert ist. Das ist möglich, aber muss nicht sein. Ich hasse diese Äffchen. Ich mag Äffchen im Allgemeinen nicht. Weil sie sind total hinterfotzige Tiere. Mag ich nicht. Immer so geizig und dann so. Und dann rasten die immer total aus. Mag ich nicht. Mal einer an. Den kann man ja doch kriegen. Ja, besser ist das. Gut, aber blauen Edelstein haben wir noch nicht. Relikt können wir noch nicht holen. Können schon, aber ist halt sehr schwierig. Moment, hier gibt es auch noch ein Dunkelheitslevel, ne? Das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Sogar schon komplettisiert. Future Frenzy. Mache ich als letztes oder in der nächsten Aufnahme, weil Future Frenzy ist irgendwie ein sehr cool designtes Level. Beziehungsweise die ganzen Future-Level allgemein. Deswegen machen wir jetzt Tomb Raider. Die mag ich nicht, die Level. So sieht man sich wieder. Crash Bandicoot. Ich soll dir von Uka Uka und Dr. Cortex eine Lektion erteilen. Ja, ich habe meine Mechanik in der Zwischenzeit etwas verändert. Verschwinde, oder du wirst ausgelöscht. Okay. Tomb Raider. Halt auch wieder so ein Ägypten-Level. Nur mit mehr Fallen. Also mit ätzenderen Fallen, sagen wir mal so. Aber ich finde dieses, wie das hier aussieht, ne? Mit diesen veralten Dingern hier schon. Das ist mega cool. Die mag ich nicht. Die Mumien, die in diesen komischen Dingern rumspringen. Okay, das machen wir in zwei Sachen. Es ist halt so cool, dass sie dran gedacht haben, dass es halt so grünlich aussehen muss, wenn da die ganze Zeit das Wasser hoch und runter geht. Und natürlich können wir nicht schwimmen, ist ja klar. Und die Viecher hier kann man nur wegkrätschen, weil die sonst die ganze Zeit ihr alles Schild vorhalten. Und auf sich drauf kann man auch nicht springen, weil die sich dann bücken und das Schild auf den Rücken halten. So was Ähnliches gab es auch in Crash Bandicoot 1. In irgendeinem, oh Gott, Wall-Level. The Great Wall hieß es, glaube ich. Wo man so nach oben musste. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo man so richtig seine Fähigkeiten einsetzen muss. Ja. Ich wollte einen Doppelsprung machen. Aber da war ich anscheinend schon zu niedrig, also zu tief am Boden irgendwie. Mäh.